Okay, meine Damen und Herren, es hat nichts geholfen. Ich glaube, es ist sogar noch schlimmer geworden. Das ist perfekt, wie das Industriegebiet hier läuft. Aber wie das hier läuft, das ist gar nicht schön. Und deswegen werde ich hier wieder die Kreuzung, die Ampel reinmachen. Das soll zwar die Vorfahrtsstraße sein, aber hier soll bitte eine Ampel rein. Also sonst, wie kommen wir nicht voran mit dem Gebiet sonst? Und es wollen noch mehr Leute einziehen, das kriegen wir hin. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich gerne jetzt machen möchte. Und zwar, jetzt ist jedenfalls das Gebiet hier voll. Es wird nicht schön aussehen. Das weiß ich jetzt schon. Aber es muss seinen Nutzen haben. Jetzt muss ich nochmal gucken, von wo wir jetzt anfangen. Und so. Der Sinn jetzt dahinter ist eigentlich, dass viel weniger die Fußgängerüberwege benutzt werden. You too, was left in your trap the day I died. Ungefähr oder ein bisschen mehr haben wir es geschafft, eine Sache zu euch. Ich sehe gerade ein Problem hier. Guck mal, hier ist ein Stoppschild. Nee, ich habe das ja so gelöst, dass dieser Kreisverkehr eigentlich ohne Stoppschild arbeiten soll. Wir haben es geschafft. Es ist nicht das Schönste, was ich gebaut habe. Aber wir haben ja einmal vergessen gehabt. Aha, ich hab's einmal vergessen. Nicht ihr oder wir, sondern ich. Ich bin dran schuld. So, machen wir das mal kurz noch schnell. Und was erhoffe ich mir jetzt damit? Ich erhoffe mir damit, dass jetzt weniger Personen die Straße überqueren. Und das sieht auch bisher so aus. Wir haben zwar extrem gerade Minus an Personen, wird sich aber hoffentlich nochmal regulieren. Was Krematorium dort ist. Ja, machen wir es so. So. Sweet Caroline. Wow, oh, oh. Jetzt gucken wir mal, wir können doch bestimmt auch hier irgendwie die Fußgänger gucken. Also es gehen viele Fußgänger. Die nutzen eigentlich schon alles. Oh. Guck mal, hier gehen sie auch lang. Ach du heilige fucking Macaroni.
Also es ist nicht gerade wenig an Leuten, was hier hin und her läuft. Nur hier hinten sind jetzt nur ganz wenige vereinzelte Menschen. Schick, freut mich. Haben wir es geschafft. Und hoffen jetzt mal in dem Verkehr ein bisschen mit geregelt. Ach, guck mal, jeder Verkehr ist weg. Man weiß jetzt, also ich weiß es jetzt nicht, ob das an den Leuten liegt, weil es wollen ja jetzt immer weniger Leute dann über die Straße laufen. Fußgänger. Es gibt immer noch ein paar Leutchen, die hier rüber wollen. Das sehen wir. Sind aber eher die geringere Menge, weil man kommt hier rüber, kommt man nicht ganz so einfach. Da muss man eben doch mit dem Dings, mit dem über Fußgängerübergang gehen. Aber trotzdem finde ich, guck mal, was das hier für Massen sind, die hier rumlaufen. Und überlegt mal euch, das ist zwar extrem Schitte, hier oben die ganze Zeit hin und her zu laufen, hoch und runter. Diese ist nicht für ältere Herren und Damen, aber guckt euch das mal an, wenn ihr hier oben rumläuft und dann hier die Stadt so entgang lang seht, das ist doch. Jetzt, das würde mir ihn abgehen. Und ich sehe gerade hier jetzt auch nochmal so eine Einbeulung. Das ist, glaube ich, das Stück, was ich vorhin ins Neue bauen musste, oder? Es gab ein Stück, ich glaube, das ist hier. Das musste ich neu bauen, weil das irgendwie gelöscht war. Aber trotzdem finde ich das ziemlich geil. Jo, mir gefällt's. Ist nur die Frage, gefällt es euch auch? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, klar gefällt es euch auch. Jo, also die Stadt haben wir jetzt geschafft. Also die hier hinten so die Hälfte. Und man sieht ja. Ist schon geil. Das Bürogebiet hinten hat sich auch jetzt in der Zeit schon erweitert. Wobei Büro sind nicht, glaube ich, das, was sich unbedingt gewünscht wird, so in der Stadt. Das sieht man so. So, wie sieht es denn eigentlich hier aus? Oh, ja, 5 MW, 7 MW. Okay. Gut. Aber nein, Leute, der Part ist noch nicht vorbei. Noch nicht ganz. Wir müssen uns noch was einfallen lassen, was wir jetzt überhaupt noch machen. Hier unten haben wir ja noch so riesig Platz. Guck mal. Das sind hier Grabenbunker. Das soll ein Grabenbunker bestimmt darstellen. Oh, ist das geil. Also wenn man so, mit sowas Tourismus anfördern könnte, das wäre richtig, richtig nice. Wie sieht denn eigentlich hier Strom jetzt eigentlich alles aus? Strom haben wir noch. Über 100 MW. Wasser und Aufklärung. So lala. Krematorium-Verfügbarkeit. Friedhofsauslastung. Okay. Gefahr. Kriminalität. Dings. Bildung. Genau da wollten wir uns eigentlich noch ransetzen. Wo fehlt es denn hier drüben? Also Uni brauchen wir nicht. Und. So. Ich glaube, das müsste reichen. Reicht, schön. Stromnetz unterbrochen? Hier ist doch kein Stromnetz unterbrochen, oder? Ach, guck mal hier. Wird zwar keinen Unterschied jetzt hier großartig bringen, aber. Trotzdem mal unterbrochen. Danke, Spiel. Ich bedanke mich bei dir. So, und Gewerbe wird immer noch gebraucht. Ich glaube, wenn ich hier die Straße jetzt runterziehe und hier unten ein Gewerbeviertel anfange, das gut ist.
hier so ein Gewerbeviertel. Mit Einbahnstraßen. Wenn das mal gut geht. Bin ich mal gespannt. Aber wir kommen nicht ganz so... Ach, das ist mir jetzt egal. So. Wir legen schon mal Wasser und Strom bis unten hin. Und im nächsten Part schauen wir mal, ob das was wird hier mit unserem neuen Gewerbeviertel. Was wir hier ein bisschen anfangen wollen. Und dann vielleicht diese erhöhte Fußgängerweg bis hier rüber oder dann hier runter. Und dann im Gewerbeviertel wird ja hoffentlich nicht ganz so viel los sein. Und Strom jetzt bis runter. Ziehen wir jetzt von hier drüben. So. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt der Mensch Wort. Ciao, ciao. Abonnieren nicht vergessen. Ciao.